Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Rebuy Unpacking Video. Ich habe den Karton schon da stehen. Ich habe ihn auch schon aufgemacht, um alle Bücher rauszunehmen, die quasi mein Mann sich bestellt hat. Also alles, was da drin ist, ist auch wirklich für mich. Warum Rebuy Bestellung? Ich bin mit meinem Sub jetzt auf 18 runter und dann habe ich mir gedacht, wird langsam wieder Zeit, den mal ein bisschen aufzufüllen. Und habe ganz genreübergreifend ganz viele verschiedene Bücher bestellt. Ist eine relativ große Kiste und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Als erstes habe ich mir Zerschlagene Krone bestellt, also den von der Roten Blutreihe. Den fünften Band, beziehungsweise ist es eine Kurzgeschichtensammlung, wo quasi das Universum noch ein bisschen ergänzt und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe die Reihe total geliebt und ich bin mir sicher, dass ich da auch gern wieder eintauche. Ich habe auch gesehen, dass es auch verschiedene Aufmachungen gibt und eben mehrere Kurzgeschichten. Ich bin gespannt. Hier vorne ist es zum Beispiel so handschriftliche Notizen. Mal gucken, ich werde es euch rezensieren, wenn ich es durch habe. Ich habe ja dazu tatsächlich noch keine Rezension gesehen. Ich habe schon mehrere gesehen, die sich es auch bestellt hatten, aber Rezension habe ich noch nicht dazu gesehen. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. So, dann haben wir ein ganz kleines Büchlein. Thomas Mann, die Buddenbrooks. Und zwar Weihnachten bei den Buddenbrooks. Also ich habe das komplette Buch schon gelesen, das ist ja so ein richtig dicker Schinken und das ist nur so ein ganz kleines Büchlein und da sollen hinten Rezepte drin sein. Ah ja, sind Rezepte, oh ganz schön viele, also nur das hier ist quasi die Geschichte und das sind Rezepte. Ja cool, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich liebe ja diese Schneiderbücher. Ein paar mitgenommen. Und zwar haben wir hier die Burg Schreckenstein von Oliver Hasselkamp. Das ist jetzt der sechste Teil. Ich habe hier hinten schon 1 bis 3 und den sechsten gab es günstig zu haben. Und ich liebe diese wunderschönen alten Cover. So, ich habe ja gesagt, dass ich ein paar regionale Schriftsteller lesen möchte. Und deswegen habe ich mir von Matthias Egersdörfer den Vorstadtprinzen mitgenommen und ich habe den schon so oft stehen sehen und ich finde dieses Cover einfach so geil. Das ist eigentlich ein Kabarettist beziehungsweise auch mittlerweile ein Schauspieler und er spielt immer so einen ganz grummeligen Franken, spielt auch im Frankentatort mittlerweile mit. Und ich finde ja, das ist der Einzige, der wirklich gutes Fränkisch spricht. Die anderen Kommissare und was es da so gibt, die finde ich ja immer weniger gut. Aber ich bin sehr gespannt. Das wird mit Sicherheit ein lustiges Buch werden. Ich kann euch gar nicht so viel drüber sagen. Ich habe es einfach nur nicht im Auto mitgenommen. Und dann als nächstes habe ich einen sehr bekannten Roman und Autor, Ian McEwan, Abbitte. Auch ein Roman, bei dem ich nicht so viel drüber weiß, wo alle gesagt haben, ich soll mich auch nicht viel informieren, ich soll einfach drauf loslegen, soll ein mega gutes Buch sein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viele Seiten hat, über 500. Aber gut, dann kann man tief in die Geschichte eintauchen. Freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf, das zu lesen. Okay, als nächstes habe ich noch einen Schneiderbuchverlag, aber ich habe es in einem, ich weiß, dass ich es in einer anderen Version bestellt habe. Das ist die, ich glaube, vorletzte Auflage gewesen von Hani und Nani und ich wollte wieder hier oben dieses Mädchen, ich finde das so mega hässlich und ich wollte auch die alten Cover. Ja, naja, ich meine, die kosten so immer um die 1,50 Euro. Mal schauen, vielleicht stelle ich es auch, wenn ich dann die richtige Ausgabe habe, ins Bücherregal. Mal schauen.
Dann habe ich mir True North, den ersten Teil bestellt. Der soll ja so ein bisschen vom Setting her sein wie Redwood von Sarina Bowen. Mich hat einfach das Setting total angesprochen und ich finde das Cover total schön. Auch die anderen Cover von der Reihe finde ich schön, auch dass sie hier so rumgehen. Gefällt mir total gut. Soll eine Liebesgeschichte sein aus dem Lux Verlag. Lux macht ja, glaube ich, nur Liebesgeschichten. Und es geht um Audrey Kidder, die in ein kleines Kaff reisen soll, um da einen ortsansässigen Cider-Hersteller dazu zu bewegen, sein Produkt, das er sehr liebt und sehr hochwertig herstellt, zum halben Preis verkaufen soll. Ja, ist ein Liebesroman, ist wahrscheinlich einfach mal schnell weggelesen. Schaut eigentlich eher aus wie ein Herbstbuch, aber ich hatte jetzt überhaupt keine Liebesromane mehr oder beziehungsweise so leichte Lektüre und deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen. Es gibt ja noch mehrere Teile und wenn es gut ist, kann ich dann immer noch die anderen Teile im Herbst lesen. Dann haben wir noch eine falsche Ausgabe. Hani und Nani. Das ist, glaube ich, die zweite Auflage. Ich wollte die danach haben. Ja, schon die zweite falsche. Ich sehe jetzt noch eine falsche. Die kenne ich gar nicht. Habe ich noch nie gesehen mit einem Foto drauf. Kennt die jemand? Schauen aber innen drin wie die anderen Ausgaben auch. Also auch mit den schönen Illustrationen. Oh, also die sieht definitiv wieder aus. Das ist ja das hässlichste Schneiderbuch, das ich je gesehen habe. Also diese Tina und Tini-Bücher sind gar nicht ganz schön schwer zu kriegen. Werde ich nochmal anderweitig suchen. Gut, dann wieder zu einer Erwachsenenlektüre. Mich hat hier das Cover schon ewig angesprochen und ich lese ja gerade von Lucinda Riley, die sieben Schwestern und das spielt ja so auf mehreren Ebenen. Das soll auch auf mehreren Ebenen spielen und ich meine die Schokoladenvilla. Da kann man ja nichts falsch machen. Ich knibbel immer dieses Aufkleber ab. Ich verstehe nicht die Leute, die die dran lassen. Also das ist jetzt, obwohl es in gut bestellt hat, schon echt sehr stark belesen. Für das das ja so ein relativ neues Buch ist. Ich verstehe auch nicht, warum Leute solche Leserinnen reinmachen. Deswegen bestelle ich mir eigentlich auch über immer lieber Hardcover oder wenn es Softcover sind, dann Bücher, wo ich weiß, die lese ich nur kurz und ziehe wieder aus, was wahrscheinlich bei der Schokoladenvilla so der Fall ist. Ich habe bei der Bestellung einfach ein bisschen nach viel gut Büchern Ausschau gehalten, weil ich so viele Klassiker in meinem Regal stehen habe und wirklich schwere Kost. Und deswegen ist bei mir der erste Band von A Selection eingezogen. Ich habe ja schon das Juwel gelesen und genau Cassia und Kai. Und das soll genau in die Richtung gehen. Bei dem Juwel fand ich ja, also genau wie bei dieser Reihe, finde ich diese Cover ja ganz schrecklich. Diese Prinzessin oder diese Mädchen, die da als Prinzessin dargestellt werden. Mal gucken, ob mich das genauso überzeugen kann wie das Juwel, weil auch wenn das Mädel als Prinzessin verkleidet war, hatte alles andere stattgefunden als irgendwie was Prinzessinhaftes. Hier geht es auf jeden Fall darum, dass es 35 Mädels gibt, die sich um den Job einer Prinzessin bewerben, beziehungsweise um das Herz eines Prinzen werben. Und hört sich nach einem kleinen Mädchenroman an, aber es ist in den Kritiken so gut gelobt und so gehypt, dass ich einfach mal gedacht habe, ich probiere den ersten Band und da habe ich auch ganz bewusst ein Hardcover bestellt, weil ich mir schon gedacht habe, dass das sonst nicht schön ankommt. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich die von Lucinda Riley, die sieben Schwestern, das erste Band gelesen habe. Deswegen sind jetzt Band 2 und 3 noch bei mir eingezogen. Die Sturmschwester und die Schattenschwestern. Bis jetzt
hat es mich noch nicht so überzeugt, aber diese ganze Reihe ist so gehypt, deswegen dachte ich, ich nehme mal 2 und 3 mit. Auch da sind wenigstens nur leichte Leserinnen drin, kann man das erkennen? Das geht. Aber das sind auch Geschichten, die ziehen wahrscheinlich über kurz oder lang wieder bei mir aus. Was nicht bei mir ausziehen wird, wo ich mich schon ewig drüber freue, ist die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Ich habe schon den kleinen Wassermann, das kleine Gespenst, Krabat, den Räuber Hotzenplotz, zumindest den ersten Teil. Und ja, bei jeder Rebuy-Bestellung kommt ein Ottfried Preußler bei mir eigentlich mit. Ich liebe einfach die Geschichten und auch diese schönen Illustrationen. Also wer für so Lesekinderanfänger Bücher sucht, ganz große Empfehlung, zumindest die, womit die kleine Wassermann, kleines Gespenst, kleine Hexe anfangen. Das sind absolute Lesehighlights in meiner Jugend gewesen. Und ich hatte mir die damals immer von der Bücherei mitgenommen und ich freue mich darauf, die jetzt einfach besitzen zu dürfen und bei meinem kleinen Mann vorlesen zu dürfen, sobald er es versteht. Dann habe ich mal was Ungewöhnliches für mich mitgenommen. Und zwar eine Graphic Novel von den drei Fragezeichen. Ich habe schon die ersten beiden Bände, die haben mir sehr gefallen. Ich mag auch, wie es illustriert ist. Und jeder drei Fragezeichen-Fan kann natürlich nachvollziehen, dass das bei mir einziehen musste. Die anderen beiden haben mir schon gut gefallen. Ist eigentlich eher was für junge Leser, aber wenn man natürlich immer die Hörspiele von den drei Fragezeichen hört, ist es schön, dann auch mal Bilder dazu zu sehen, wie so Rocky Beach, wie die Zentrale ist, wie die Jungs sich verhalten. Freue ich mich sehr drauf für alle drei Fragezeichen-Fans da draußen, die noch nie auf einem Konzert der drei Fragezeichen waren. Absolute Mega-Empfehlung. Ich war vor 3 Jahren, also ich glaube 2019, in München und der Abend war so grandios, sehr genossen, die drei Sprecher mal live zu sehen, den Geräuschemacher, es waren noch ein paar Gastsprecher da, war richtig, richtig cool gemacht. Alle drei Fragezeichen. Fans, geht auf die Tour. Es lohnt sich. Es lohnt sich richtig. Und zum Abschluss auch nochmal zwei Kinderbücher. Und zwar von einer Autorin, von der ich alle Filme gesehen habe, früher auch alle Bücher gelesen habe und einfach nochmal die Bücher selber als Erwachsene erleben wollte. Deswegen habe ich mir die beiden mitgenommen und zwar einmal alle Bücher bzw. alle Geschichten vom Michel aus Lüneberge und alle Geschichten von den Kindern aus Bullabü. Da sind auch die Illustrationen mit drin und ich finde das sehr schöne Ausgaben. Ich meine, vom Michel gibt es ja unglaublich viele Ausgaben. Aber die so mittelalten, sage ich jetzt einmal, die so illustriert sind und dann aber innen mit den Originalillustrationen. Das ist so süß gemacht. Kann ich empfehlen, ich kann euch auch nochmal Bullabü zeigen. Oh, eine Weihnachtsgeschichte. Ich glaube, jeder, der mit Astrid Lindgren aufgewachsen ist, weiß, wie besonders ihre Bücher sind, wie besonders die Ideen sind und vor allem von dieser Zeit, dass die Kinder sehr selbstbestimmt waren, einen eigenen Willen hatten. Das war ja zu der Zeit nicht so. Und dass sie komplett frei von Gewalt sind, alle Bücher. Und dass auch die Mädels auch mal die starken Rollen haben. Das gefällt mir sehr. Und ja, das war meine Rebuy-Bestellung. Ganz kunterbunt mit Jugendbüchern, mit Kinderbüchern, mit Graphic Novels, aber auch mit Wohlfühlromanen, mit einem kleinen Klassiker.
Ich freue mich, das alles zu lesen. Ihr werdet in den nächsten Monaten mehr darüber erfahren, wie sie mir gefallen haben. Ich denke, das wird nicht die einzige Rebuy-Bestellung bleiben. Ich denke, so Ende des Jahres kommt dann die nächste. Das ist so, was ich jetzt bestellt habe. Das ist für mich so für 2, 3 Monate werde ich damit verbringen. Und dann werde ich, ich habe ja noch die 22 Bücher für 2022, aber eben nicht mehr so viele davon. Und deswegen denke ich, dass ich da schon bald wieder eine neue Bestellung machen kann, weil gerade Kinderbücher sind ja unglaublich schnell gelesen. Ich freue mich dann auf aufs nächste Video mit euch. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Gesundheit.